So, einen schönen guten Abend allerseits. 29. Donnerstagabend und ich habe jemanden zu Gast, der, ich glaube, jetzt wirklich Redebedarf hat und ich habe Redebedarf mit ihm, weil er in diesen Zeiten, glaube ich, ganz gut mitreden kann. Mein lieber Michael, erstmal vielen, vielen Dank. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, wer du bist. Wir haben ja schon mal ein Gespräch zusammen geführt. Du und deine Frau, ihr habt eure Tochter verloren in diesem schrecklichen Attentat in Brockstedt und wir haben telefoniert in diesen verrückten Zeiten und ich glaube, jetzt ist es ganz gut, dass mal jemand zu Wort kommt, der wirklich mitreden kann, weil wir reden wieder nur über Täter und mir immer viel zu wenig über Opfer. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen, vielen Dank erstmal für deine Arbeit, weil du kannst gerne erzählen, was in den letzten Tagen allein schon bei dir passiert ist, weil du hast mir letztes Mal schon erzählt, wie viele Eltern ein ähnliches Schicksal erlebt haben und erzähl uns doch mal, wie geht es dir jetzt überhaupt in solchen Momenten, wo sowas wieder mal so massiv in den Medien auftaucht? Es ist eigentlich seit Samstag sehr, sehr schwer, auch für uns. Es wird natürlich alles sofort wieder wachgerüttelt. Es kommen sofort Erinnerungen. Es kommen Gefühle, die schwer zu unterdrücken sind. Und seit Samstagnacht oder seit Sonntagmorgen laufen hier bei uns die Telefonleitungen heiß. Natürlich zum einen Seite, von der einen Seite natürlich durch die Presse, die jetzt mit irgendwelchen Anfragen kommt, aber auch, wie ich es letztes Mal schon erzählte, wir haben inzwischen zu über 300 Elternpaaren Kontakt, die in den letzten 4, 5, 6 Jahren ihre Kinder auf ähnliche Art und Weise verloren haben. Und also gerade am Sonntag hat bei mir das Telefon kaum noch stillgestanden und es riefen mich sehr, 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 sehr viele Eltern an und fragten: Mensch, was ist denn da schon wieder los? Hört es denn nie auf? Ist es schon wieder das Gleiche? Das führte sich eigentlich am Montag dahingehend fort, dass also auch die Aggression bei den Eltern, mit denen ich gesprochen habe, sich wirklich potenzierte, die nicht nur sagten, warum nimmt das kein Ende, warum geht es weiter, warum tut keiner was, sondern eigentlich der Schlag ins Gesicht, dass es hieß, es sind schon wieder dieselben Leute, die dieselben Floskeln von sich geben. Und es ist derselbe Quatsch, den sie erzählen. Eigentlich können sie das einmal generell aufzeichnen und spielen es alle 4 Wochen beim nächsten Fall gleich wieder ab. Dann sparen sie sich, dass sie da umherheucheln, betroffen zu sein. Also es ist was ich mitbekomme, eine sehr, sehr große Frustration, gerade unter den Menschen, die betroffen sind. Der Aufschrei, da hast du recht, das ist mir schon seit Anis Amri aufgefallen am Breitscheidplatz, die Weihnachtsmarkt, Terrorgeschichte, das ist ja auch unvorstellbar. Und dann kann man das ja wirklich wie so einen Faden einmal durch die letzten Jahre ziehen. Mannheim war auch ein Riesenaufschrei, als ein Polizist da vor laufenden Kameras erstochen wurde. Und jetzt ist der Aufschrei, ich glaube, einfach mal wieder ein bisschen größer. Jetzt hören wir genau von der Oppositionspartei, der CDU, Friedrich Merz hat Beeindruckendes gesagt. Die Frage ist einfach nur, sei mir nicht böse, dass ich das einfach alles nicht glauben kann, was ich so höre. Und dann höre ich, wir müssen jetzt einen Arbeitskreis, eine Taskforce einsetzen. Also ich kann als ehemaliger Polizist und jemand, der Familienvater ist, sieht, was in diesem Land passiert, weil ich natürlich auch von vielen Zuschauern bei uns sehr viel zugeschickt bekomme, jeden Tag, was los ist. Bei dir ist es noch dramatischer. Man glaubt gar nichts mehr. Ja, und dann Also kommt die gleich wieder das Eltern. Veto, Entschuldigung, das Veto von einer Partei, das können wir nicht, das geht nicht. Dann ist das alles wieder hinfällig, was man vorher angekündigt hat. Und dann hört man auch die dramatischen Zahlen. Friedrich Merz hat es in der Pressekonferenz gesagt, wir haben über 1 Million Syrer hier in diesem Land, fast 400.000 Afghanen. Du hast mir noch eben gerade gesagt, es sind 5% Ja, ich Afghanistans. hatte am Montag hat Jens Spahn bei Markus Lanz oder Dienstag die Zahlen gesagt, dass 5% aller Syrer in Deutschland leben und 1% aller Afghanen. Das sind Zahlen von Herrn Spahn, die zitiere ich jetzt mal. Ja, unvorstellbar. Und ich gerade kriege ich einen Clip aus der Tagesschau zugespielt, wie ein Experte dort gesessen hat und sagte, das Problem ist, dass die Messerdelikte ein Statussymbol für junge Männer seien und die jungen Männer sind das Problem und nicht die Herkunft. Nicht unterstreichen können und damit auch, wie wir das jetzt leider sehen mussten, geplant Straftaten begehen. Es ist also mehr das Geschlecht, über das wir uns Gedanken machen müssen, als über die Staatsangehörigkeit. Das widerspricht sich komplett mit dem, was Heiko Teggerz heute Morgen gesagt hat, anhand der Zahlen, die er geliefert hat. Das widerspricht sich komplett, was Manuel Ostermann gesagt hat, mit dem ich vorgestern Abend gesprochen habe.
Das widerspricht sich, was Herr Wendt sagt. Das widerspricht sich auch, was das Bundeskriminalamt sagt. Auch das, was der Polizeipräsident, ich glaube, von Wuppertal war das, oder was das ja auch gesagt hat, wir können unsere Bürger nicht mehr schützen. Sie müssen jetzt in Zukunft selbst entscheiden, ob sie das Risiko aussetzen wollen, noch ins Stadion oder zu irgendwelchen Festen oder ins Schwimmbad zu gehen. Also, das ist ja eine Bankrotterklärung. Also, mich erschreckt es. Wir sind, es wird ja, es, weißt du, jeder, wir sind ja alle inzwischen damit gestraft. Jeder, der mal irgendwo Probleme offen anspricht, ist sofort ein Rechtsradikaler oder ein Rechter oder sonstiges. Ja, weißt du, ich sage es dir ehrlich inzwischen, wenn Sie mich als rechts titulieren, dann muss ich das so hinnehmen. Aber wenn es heute schon rechts ist, dass ich nur einfordere, dass der Staat für die Sicherheit der Bürger hier im Lande zu sorgen hat, wofür wir Steuern bezahlen, wofür er gesetzlich verpflichtet ist. Und für die Bürger, mit Bürgern meine ich, egal welche Hautfarbe, welcher Herkunft, welchen Geschlechtes, welchen religiösen Glaubens oder sonstiges. Jeder, der hier gerne lebt, sich dem Grundgesetz anpasst und unsere Art und Weise zu leben, zu respektieren, hat das Recht, hier geschützt zu werden. Nochmal, egal ohne Status der Herkunft, der Hautfarbe, des sonstigen. Und damit so einer Forderung bin ich heute als Rechtsradikaler. Ich, wie gesagt, ich verordne mich eigentlich eher der Mitte. Und ich sehe da, ich weiß nicht, was daran rechtsradikal sein soll. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Es kann mir aber auch leider keiner erklären. Das ist ja leider der zweite Punkt in dieser ganzen Diskussion. Wir sind ja nicht mehr diskussionsfähig. Wenn du mit sachlichen, ruhigen Argumenten ankommst oder auch Forderungen, bekommst du gerade von den Regierungsparteien hier noch Stigmatisierung, Beleidigung oder du wirst in eine Ecke oder in die Schublade geschoben. Aber es sind ja keine Argumente, die dort kommen. Was ist denn das für ein Anzeichen von Demokratie? Und dann muss ich mir anhören, Sie wollen die Demokratie verteidigen, wenn Sie nicht mal in der Lage sind zu diskutieren? Ja, du sprichst mir so aus der Seele und du sprichst sicherlich 90% der Menschen in diesem Land aus der Seele. Aktuelle INSA-Umfrage, 77% wollen keinen Zuzug mehr nach Deutschland. Landräte heute bei Welt gesehen sagen, es ist auch gar kein Platz, die Ressourcen sind leer. Friedrich Merz zitiere ich jetzt nochmal, der gesagt hat, wenn wir 30% Schüler an unseren Schulen haben, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, zieht es die Klasse runter. Bei 50% ist es eigentlich gar nicht mehr machbar. Und wir haben, und das weiß jeder auch inzwischen, in Ballungsgebieten, in Großstädten teilweise 90 plus Prozent Kinder, die kein Deutsch sprechen. Schauen Sie mal an, was in den Schulen los ist. Und zwar insbesondere in den großen Städten. Schauen Sie mal ins Ruhrgebiet. Es gibt Bildungsforscher, die sagen, 30% Kinder, die die deutsche Sprache nicht können, zieht eine Klasse mit. Spätestens mit 50% kippt die Qualität des Unterrichts. Im Ruhrgebiet haben wir Schulklassen in der Grundschule mit bis zu 90% Kindern, die die Sprache nicht können. Es hat ja überhaupt nichts, es geht ja gar nicht gegen die Kinder. Es ist einfach nur, dass wir das Ganze nicht mehr stemmen können. Das muss doch eigentlich auch jedem klar werden. Auch irgendwann muss es auch mal bei einem Grünen klar werden. Anthony, ich gehe da noch einen Schritt weiter. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Wir haben ja Gott sei Dank unsere Bonuskinder, wie wir sie nennen. Die Freunde, Mitschüler von Anne-Marie, die uns heute immer noch mindestens einmal die Woche besuchen, uns an ihrem Leben teilhaben lassen. Die möchten, dass wir mit auf sie schauen, wie sie aufwachsen, wie sie sich entwickeln. Ich finde es ganz toll, dass die jungen Menschen uns an ihrem Leben teilhaben lassen wollen und uns mitleben lassen. Die gehen jetzt ab Montag hier bei uns in Schleswig-Holstein ins Abiturjahr. Die haben teilweise nur 2 Tage Schule. 3 Tage fällt die Schule aus, weil keine Lehrkörper dort sind. Nun frage ich dich, A, wie sollen die ihr Abitur machen, wenn sie über den Daumen peilt, 60% des Unterrichts gar nicht stattfindet? Das Zweite ist, selbst wenn Sie mit irgendwelchen Gutwill, Gutdünken oder irgendwelchen Durchwinken, um irgendwelche Quoten zu erfüllen, doch Ihr Abitur schaffen sollten, die kommen an die Universitäten. Was denn da los ist? Die sind ja nicht mal in der Lage, das erste Semester zu überstehen. Und das Dritte, was eigentlich, und das schließt den Kreis, wenn wir nicht einmal mehr in der Lage sind, unsere eigenen Schüler zu unterrichten, weil wir kein Lehrpersonal haben, wie sollen wir denn Menschen, die hierher kommen, anleiten, wie sollen wir ihnen eine Sprache beibringen, die sie bis dato gar nicht konnten? Wie sollen wir unsere Lebensweise erklären? Wer soll das machen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, unsere eigenen Kinder mehr zu unterrichten? Es ist doch absoluter Wahnsinn.
Ja, du sprichst mir komplett aus der Seele. Und wir verschließen uns davor, vor diesen ganzen anderen Problemen, die wir ja auch noch haben. Also die ganze Gesellschaft kann das nicht mehr tragen. Der Sozialstaat kann das nicht mehr tragen. Wir haben ja angeblich gar kein Geld. Ja, Habeck stellt sich hin und sagt, es fehlen 3 Milliarden. Das ist dann halt so, ja. Und es ist einfach, es ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Und die Diskussionen, die jetzt kommen, die werden ja gleich wieder abgewürgt, wenn man einfach sagt, okay, jeder, der hier keine Berechtigung hat, kriegt einfach kein Geld mehr. Ich habe heute sogar irgendwas gehört mit nur noch Brot, Wasser und Unterkunft. Ja, ich meine, das ist im europäischen Ausland, bei Ländern wie Dänemark, inzwischen, ihr seid ein bisschen näher dran an Dänemark, da scheinen die es ja unter Kontrolle zu haben, die Migrationsprobleme, die da waren. Du, also ich kann dir nur sagen, auch da möchte ich Herrn Spahn zitieren, der bei Markus Lanz auch eine ganz intelligente These aufgestellt hat, die mir jetzt so 2 Tage durch den Kopf gegeistert ist. Er hat auch ganz klar gesagt, die Grenzen rigoros dicht machen. Zum einen, dass wir erstmal überhaupt sortieren können und schauen können, wer ist hier eigentlich bei uns. Überhaupt erstmal versuchen zu sortieren und zu organisieren, wie wir diese Menschen unterbringen, wie wir sie anlernen, wie wir sie in unseren Lebensablauf integrieren. Und das Zweite ist, wenn er erzählte, dass er mit Kollegen aus Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und so weiter spricht, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, geltendes EU-Recht umzusetzen. Das heißt, das Schengener Abkommen, dass sie die Ausgrenze beschützen. Wenn dort Menschen ankommen, heißt es, wo du wolle, Deutschland, die Richtung. Und dann werden die losgejagt. Und sie wissen, sie kommen in Deutschland über die Grenze. Wenn wir die Grenzen dicht machen würden, wäre es auch ein Zeichen an die anderen europäischen Staaten, die eigentlich verantwortlich wären, sich in erster Linie darum zu kümmern, dass die handeln müssten, wenn sie nicht so einfach diese Menschen loswerden. Hört sich doof an, aber sie halt nach Deutschland schieben würden, sondern sich selber mit dem Problem beschäftigen müssten, wie es das eigentlich das europäische Gesetz vorsieht. Weißt du, du bist ja auch selbstständig. Du weißt, was uns alles auferlegt wird, was von uns gefordert wird, was wir erfüllen müssen, was wir dokumentieren müssen. Und hier in Deutschland, wir wissen nicht, wer hier ist, wie viele es sind, wo sie sind, was sie machen. Witzig ist, Geld bekommen sie alle, da funktioniert es plötzlich. Aber keiner weiß, wo sie eigentlich sind und was sie machen. Das ist eigentlich für einen Bürokratiestaat wie Deutschland, wo alles zehnfach überbürokratisiert ist, eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Wie kann sowas funktionieren? Es tut mir leid, ich bin da vielleicht zu blöd für, um das zu begreifen. Bist du nicht? Du kannst mit normalem Menschenverstand einfach nicht greifen. Es ist einfach so. Und wenn andere Länder ihre Grenzen schützen, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Polen hat für 2 Milliarden Euro die Ostgrenze gesichert und dort wird scharf geschossen, nachdem ein Grenzpolizist mit einem Speer getötet wurde. Und das Parlament unter Donald Tusk, der ja eigentlich eher sogar links ist, ja, hat den Schießbefehl erteilt dort an der Grenze. Die wird gesichert. Da muss man sogar noch dankbar sein. Das ist eigentlich das, was ich mir auch wünsche über Frontex. Wir schieben Milliarden und Abermilliarden nach Frontex, kriegen es aber nicht hin, auf offener See Boote abzufangen, während man heutzutage mit Überwachung Drohnen, ich sage jetzt mal, Landwirte jeden Tag überwacht hier, ja. Und dann, wenn du keine richtige Frucht angebaut hast, sagt die KI über einen Satelliten gesteuert, das passt da nicht. Ja, das geht alles, aber man kann die Grenzen nicht sehen. Genau wie in England, meiner zweiten Heimat, absolut irre. Da kommen jeden Tag 500 bis 1000 Menschen einfach über den Ärmelkanal rüber. Man hat vor 80 Jahren die Wehrmacht aufhalten können, aber sowas nicht. Das verstehen meine Landsleute in England nämlich auch überhaupt nicht. Und da bin ich auch bei einem Punkt, was ich heute gehört habe von einem Unternehmer, der auch viel in Frankreich arbeitet. Und der sagte, wir kriegen ja, er schaut viel auch Medien und er sagt, die Probleme, die in Frankreich sind, sind die gleichen, die wir haben, sogar noch dramatischer, hat er gesagt. Und das, was wir in England erleben. Ich möchte dir mal erzählen, du warst da sicherlich schon mal in London. Notting Hill ist ja jedem noch ein Begriff und es gibt das Notting Hill Carnival Festival, ja. Und dann ist eine Sky News Reporterin, die listet dann auf, da war das erst halb vorbei, die listet dann auf, was da für Straftaten passiert sind. Ich habe jetzt, ist ja vorbei jetzt, 320 Festnahmen, 5 Messerattacken, ein Säureangriff, 2 in lebensbedrohlichen Zuständen, 35 verletzte Polizisten, 67 Männer mit Messern verhaftet, 12 sexuelle Angriffe, 94 Drogendelikte und 47 Emergency Workers attacked, also Ambulanzmitarbeiter angegriffen. Und dann sagt diese Frau dann in diesem Bericht bei Sky News,
Also sie hatten doch nicht die ganze Liste aufgelistet, nur die Hälfte, aber da wurde eine Mutter abgestochen und so weiter. Das sagt die sogar und dann sagt sie, aber ansonsten war es ein friedliches Festival. In the last hour, they've given us an update that they've made 38 arrests and recovered four knives. And they said a man believed to be in his 20s has been stabbed. His injuries are not life-threatening. But overall, it's been a really peaceful and enjoyable day. Kannst du bei mir, Michael, jetzt mal ehrlich jetzt, kannst du mir das alles noch erklären? Dann haben wir die Berliner Polizei, die bei Messerattacken, ich war ja bei der Berliner Polizei, ich weiß, dass das die Berliner Polizisten auf der Straße nicht sagen, aber irgendeiner schreibt dann wahrscheinlich für 1 Million Euro irgendein tolles Pamphlet und da ist jetzt der Rat, man solle laut singen oder eine Krankheit vortäuschen. Ich denke mir diesen Schwachsinn ja nicht aus. Nein, Oder ich. ein Herbert Reul, der viel Wahres sagt. Ich möchte Herrn Herbert Reul jetzt nicht alle Schuld in die Schuhe schieben, aber den Führerschein zu entziehen, das kannst du vielleicht machen bei Messerangriffen. Das kannst du vielleicht machen, wenn einer mit einem Messer erwischt wird. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aber vielleicht kommunizieren die das auch falsch oder vielleicht sind wir dann auch wirklich zu blöd, es zu verstehen. Aber Anthony, weißt du, es ist ja ein Punkt, wie sie sich jetzt alle, auch Herr Merz, gegenseitig beklatschen, Waffenverbotszonen einzuführen. Es klingt polemisch, aber wer zu Hause sich so ein Dolch aus seinem Messerblock nimmt, in die Hosentasche oder in die Jackentasche oder in den Gürtel steckt, damit auf ein Volksfest geht, mit dem Ziel, Menschen umzubringen, der wird doch nicht am Rande des Volksfestes stehen und sagen, oh, da steht ein Schild, Messerverbotszone. Ach, wie schade, dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist ja ein Placebo, was dort unter das Volk gestreut wird, um irgendwo etwas anzunehmende Sicherheit vorzutäuschen, die gar nicht da ist. Ich glaube, es ist die Hilflosigkeit. Es ist die Hilflosigkeit, weil man genau weiß, es ist komplett außer Kontrolle geraten. Und das kriegen wir nur im Griff, wenn wir wieder, na, was heißt wieder, wenn wir erstmalig richtig drastische Maßnahmen vollziehen würden. Ein komplettes Verbot von Messern. Warum muss überhaupt jemand, außer vielleicht ein Feuerwehrmann oder ein Polizist oder ein Jäger im ländlichen Raum hier, überhaupt im öffentlichen Raum ein Messer tragen? Und dann kannst du von mir aus kommen, dass. Wenn du ein Messer trägst, aber erwischt wirst und du bist Jugendlicher, machst du halt erstmal 5 Jahre deinen Führerschein später. Der nimmt wahrscheinlich dann nie wieder ein Messer mit. Aber du hast komplett recht. Ein Verbot. Ich kann ja bei der Bank auch draußen ein Schild dran machen. Bitte heute von Montags bis Mittwochs keine Banküberfälle. Es ist absurd. Ja, gut, ja. Ja. Es ist, glaube ich, wirklich die Hilflosigkeit. Ja, es ist auch nicht mehr nachzuvollziehen. Wie gesagt, wenn ich heute höre, wenn ich hier von meiner Mutter ihre Rentnergang sehe, dann die Mädels zwischen 80 und 90 Jahren, die sind früher mal abends in die Eisdiele gegangen und haben da bis um 10 oder um 11 gesessen. Die gehen heute, in dem Moment, wo es dunkel wird, steigen die nicht mal mehr in den Bus nach Hause. Die rufen an, ob ich sie abholen oder ob ihre Kinder sie abholen können. Und wenn du sagst, ja, warum sind wir haben Angst. Wenn du nach Ja. Frau Faeser gehst, müssten sie ja ständig Angst haben, auf einen Rechtsradikalen zu treffen. Die Mädels haben noch nie in ihrem Leben Rechtsradikalen gesehen oder zumindest in den letzten 50, 60 Jahren nicht mehr. Die wissen gar nicht, was das ist. Die haben vor anderen Menschen Angst. Und dann wird uns ein Phantombild dargestellt, vor dem wir angeblich Angst haben sollen, um irgendwelche Dinge zu rechtfertigen. Es wird, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, warum das Ganze so getan wird, aber es wäre dann doch schon vielleicht mal sinnvoll, dass ich vielleicht auch, ich weiß, dass viele Ministerpräsidenten in Deutschland das genauso sehen. Warum tun sich die Ministerpräsidenten in Deutschland nicht zusammen und üben Druck gemeinsam auf die Bundesregierung aus, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Das frage ich mich eigentlich täglich. Gestern Abend war Kevin Kühnert bei Markus Lanz. Ich habe es nicht komplett gesehen. Ich kriege das ja immer nur zugeschickt, weil ich halte das wirklich auch nicht mental aus, psychisch auch nicht mehr. Aber Markus Lanz hat dann auch gut nachgefragt. Er hat ja mal gute Momente, muss man einfach sagen. Und dann Kevin Kühnert hat dann gesagt, was wollen Sie denn? Was hat sich denn verändert? Es hat sich doch eigentlich gar nichts großartig verändert. Die Kriminalstatistiken gehen runter, Schlägereien gehen runter. Wo ich mir denke, ja, okay, die Schlägereien gehen runter. Man zückt halt heute das Messer. Wir werden unsere Art zu leben verteidigen. Ja. Wir haben doch unsere Art zu leben in gewisser Weise längst eingebüßt. Michael, in welcher Parallelwelt leben diese Menschen, die das behaupten? Wiederum sagt er dann aber auch, ja, wir würden ja die Gesetze gerne verändern, aber sie wissen auch,
Wir regieren nicht alleine. Warum ist eigentlich nicht schneller nach Mannheim reagiert worden? Also warum gab es da nicht schon eine Taskforce? Nach Mannheim haben die Gespräche in der Ampelkoalition ja beispielsweise über das Thema Messergewalt, Waffenrecht und anderes. Genau. Und was war nach Brockstedt mit 2 Toten? Ja, aber auch an dieser Stelle, ich weise jetzt bitte nur auf die Fakten hin, es scheitert nicht an der SPD. Und dann schiebt er die Schuld wieder an andere, also auf andere, meint die Grünen. Und deswegen sage ich immer wieder, das Krebsgeschwür, und da werde ich immer für kritisiert, das interessiert mich überhaupt nicht. Das Problem in diesem Land sind die Grünen. Ich sage immer das Krebsgeschwür, das sind die Grünen. Und deswegen, ich halte es nicht aus, ich weiß genau, das ist das Problem, was ich halt immer noch mit der CDU habe, weil Herr Merz will Kanzler werden, das ist ja nun kein Geheimnis, und er wird es auch mit den Grünen machen. Hauptsache, er wird Kanzler. Und das ist das, was mich an dieser Politik einfach so stört. Und dieses ganze Brandmauergequatsche, ich kann das alles nicht mehr hören. Ich möchte einfach, also weißt du, ja. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, also gerade mit diesem Thema Brandmauer und was Herr Merz die letzten Tage gesagt hat, interessant ist, von vielen, vielen Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die haben das natürlich auch wahrgenommen. Und einhellige Meinung, witzigerweise, das glaubt ihnen niemand. Die haben gesagt, das erzählt er bis Montag, bis die Wahlen im Osten vorbei sind, und dann wird das alte Schema weitergefahren. Das geht nur darum, die Ostwahlen zu beeinflussen. Ich kann das nicht beurteilen, ob das so ist oder nicht. So wurde es an mich herangetragen, dass viele Menschen das so sehen, und ob das so ist, kann vielleicht so sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Also ich weiß, dass auch viele in den Parteien das so sehen. Ich befürchte aber, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ist jetzt wieder Wahlkampf am Wochenende. Wichtige Wahlen stehen da an. Und ich glaube einfach, ab Montag wird das ein bisschen abebben wieder. Es gibt sicherlich Menschen, die das in der Politik auch, die das ernst meinen. Auch, ich glaube, sogar von allen Parteien. Ja? Wahrscheinlich gibt es sogar vereinzelte Grüne, die das ernst meinen. Aber ja, es gibt es, leider, das kann ich nur sagen. Ja. Aber leider Gottes fehlt dann der Mut. Und wir müssen ja jetzt Dinge tun, die wir in diesem Land noch nie gesehen haben. Wir müssen vielleicht sogar mal wirklich, Herr Jörges, der ehemalige Stern-Mitarbeiter, war neulich bei Welt, ja, Stern-Redakteur war bei Welt und sagte ja, wir müssen vielleicht auch mal das Grundgesetz ändern und unser Asylrecht überdenken. Das ist ja Wahnsinn, dass hier gar kein, jeder, der es hierher schafft, das weiß auch jeder, ob er in Syrien, Afghanistan oder sonst wo sitzt, sobald er es hierher schafft, wird er sowieso nicht mehr abgeschoben, weil er wird dann geduldet. Und das ist das, allein, das ist doch Wahnsinn. Das musst du als erstes stoppen. Du musst als erstes den Pull-Faktor, den ja Grüne sagen, den es gar nicht gibt, du hast es gerade erwähnt, dann musst du sofort die Menschen ähnlich, das heißt ja nicht, dass du sie schlecht behandelst, aber dann musst du das Nötigste nur den Menschen geben. Ja? Und dann musst du sie auch, ach komm, das führt wahrscheinlich jetzt zu lange, aber das löst auch jetzt das Problem nicht. Erstmal muss die Politik sich mal irgendwo einig werden, aber ich sehe immer nur den Bremsklotz bei den Grünen, ich sehe auch nicht den wirklichen Willen bei der SPD, und bei der FDP habe ich es auch schon lange aufgegeben, die hätten diesen ganzen Spuk schon längst beenden können, aber klammern sich ja auch an die. Du, sie müssen erstmal wirklich einsehen und erkennen, was da passiert, und solange sich dort nichts ändert und keiner in Berlin bereit ist, irgendetwas zu ändern oder dort mal auf den Tisch zu hauen und sagen, jetzt ist Feierabend. Es wird weitere Menschenleben kosten und es wird andere Eltern wie uns geben, die ihre Kinder betrauern müssen. Und dann werden wieder die üblichen Verdächtigen dastehen, sich mit Mühe und Not eine Träne aus dem Auge drücken, erzählen. Das Wichtigste ist, dass diese schreckliche Tat nicht von rechts missbraucht wird, und wir werden ab sofort mit aller Härte dagegen vorgehen. Wie wir es seit 2015 oder ich kann es von unserem Fall sagen, seit 19 Monaten inzwischen mehrfach gehört habe, dass immer dieselben Protagonisten dieselben Sprüche bringen, und passiert ist leider herzlich wenig. Und es sollte sich jeder darüber Gedanken machen. Als wir beide jung waren und du hast mal irgendwas von einer Messerattentat oder von einer Messerstecherei gehört, dann wusstest du, keine Ahnung, dass es in Hamburg, St. Pauli, in irgendeiner dunklen Seitenstraße nachts um 3 zwischen 2 rivalisierenden Banden passiert. Dass wie in unserem Fall meine 17-jährige Tochter und ihr 19-jähriger Freund am helllichten Tag auf dem Weg aus der Schule brutal mit einem Messer 38 Mal abgestochen werden. Oder nehmen Illa Kirchberg, den Fall Etsche, 13-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule morgens eiskalt abgestochen wird. Ich kann dir über 300 solche Fälle nennen.
Und es wird tagtäglich mehr. Und jeder, der heute noch meint, das wäre rechtsradikal, was ich hier sage, dem wünsche ich bei Gott, dass er dieses nicht erleben muss, was wir seit 19 Monaten jeden einzelnen Tag durchleben und was das bedeutet, sein eigenes Kind beerdigen zu müssen. Das wünsche ich niemandem. Und sie werden es müssen, weil es werden jeden Tag mehr. Und ich bin gespannt, wie sie das in Zukunft dann erklären wollen, wenn es die nächsten Kinder trifft. Ja, Michael, ich sag ja, ich bin dreifacher Familienvater. Ich weiß nicht, wie du so stark bist und hier für Veränderung kämpfst. Und das bewundere ich an dir und auch, dass du den Mut hast, rauszugehen. Ich kann mich Anthony, immer nur tausend. aufgeben ist keine Option, hat Ann-Marie immer gesagt. Und ich halte mich daran. Und das machen wir auch weiter. Und wenn wir es schaffen, mit diesem Ganzen, alles, was wir hier reden, was wir machen, was wir tun, wenn wir es schaffen, ein einziges Kinderleben zu retten, dann sind Ann-Marie und Danny nicht vollkommen umsonst gestorben. Ja. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass wir auch Druck auf die entscheidenden Politiker hier ausüben, weil es darf so nicht weitergehen. Und wir müssen jetzt auch mal den Mut haben, diese völlig verfehlte Asylpolitik, die wir hier machen. Wir schützen ja nicht die Schwachen. Und wir sehen es ja. Sei mir nicht böse, aber also du siehst doch auch, wenn du die Bilder siehst, wer hierher kommt. Da ist doch jetzt fast, man sieht ja gar keine Frau dabei, geschweige denn irgendwelche Kinder. Das war ja, früher hat man zumindest die Bilder gesehen, wobei man da auch schon wusste, dass die Mehrheit einfach junge Männer sind. Und es gibt auch Gute dabei, das weiß ich auch alles, aber darum geht es gar nicht. Aber du kannst es doch nicht, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Heute hat mir irgendeiner dann erzählt, wenn du Bombenentschärfer bist und du hast 50 Blindgänger in den letzten 10 Jahren entschärft, du musst ja, und nur ein einziger war davon noch scharf. Du musst doch davon ausgehen, dass jeder scharf ist und jeden auch so behandeln. Und deswegen müssen wir Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen. Wir müssen wissen, wer kommt. Wir müssen dann auch, bevor wir den hier einfach reinlassen, es kommt ja jeder einfach hier rein, wer will. Und es ist einfach irre. Dann schmeißt ein Pass weg, man kriegt einen neuen. Wie oft haben wir diese Fälle schon gehabt? Das denke ich mir ja nicht aus. Leute, die irgendwie 7 oder 8-fach hier gemeldet sind mit 7 oder 8 verschiedenen Namen. Das ist doch ein Safe Haven hier für Terroristen. Also der Islamische Staat ist doch inzwischen auch nicht mehr irgendwo in der Höhle wohnen, sondern die sind doch nicht doof. Natürlich nicht. Und vor allem, weißt du, es ist ja nochmal, zieh den Vergleich mal zu uns. Oder das kann jeder, der da draußen irgendwo lebt, egal was er tut oder macht. Jeder weiß, wenn er schon Ärger mit der Berufsgenossenschaft hatte, Ärger mit dem Finanzamt hatte, weiß ich, nur 5 km/h zu schnell gefahren ist und ein Knöllchen kriegt. Was sind die Strafverfolgung dort hinterher? Was wird dort gemacht und getan? In dem Moment, wo du nur 1 Euro verdienst in Deutschland, drehen sie dir das Genick auf links. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, da sind Menschen, die teilweise 8 Identitäten kassieren, 8-fach das Bürgergeld. Und dann stehen da unsere Politiker und sagen, ja, das konnten wir ja nicht ahnen, da ist ja nur blöd gelaufen. Glaubst du, dass irgendeiner, wenn du Scheiße baust, du haftest mit deinem Privaten bis zum Sonstwohin und wenn du irgendwo unter der Brücke schläfst, interessiert das keinen. Unsere Politiker sagen, Pech gehabt, dann ist das eben so. Ich glaube, da muss ganz viel passieren. Und ich glaube auch, wir müssen wieder lernen, oder unsere Politiker müssen vor allem lernen, dass Gesetze, ich finde, ich muss es dir ehrlich sagen, ich finde so unser Grundgesetz und alles, wie es ist, das bürgerliche Gesetzbuch etc. pp., ich finde es gut, wie es ist. Natürlich, kleine Nuancen kann man immer anpassen, aber es ist gut. Es muss bloß Anwendung finden. Und solange diese Gesetzestexte keine Anwendung finden oder außer Kraft gesetzt werden, aus irgendwelchen Gründen, für uns normale Bürger niemals, für manche Bürger schon und für die Politik generell, die machen, was sie wollen, die halten sich an keine Gesetze. Auch da müsste es dann eine strafrechtliche Verfolgung geben für diejenigen, die sich dort nicht an Recht und Gesetz halten. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die dieses einfach nicht mehr verstehen und daher auch der Frust kommt. Und ich glaube, je frustrierter eine Gesellschaft ist, du hast vorhin England angesprochen, die Deutschen sind vielleicht etwas träger und brauchen ein bisschen länger. Ich möchte aber nicht ausmalen, wenn die Politik das weiter überreizt, was hier in Deutschland passieren könnte. Falls wir englische Verhältnisse bekommen, es tut mir leid, das ist das Allerletzte, was ich mir wünsche. Davor habe ich wirklich Angst. Ja, das gerät dann außer Kontrolle. Das ist einfach so. Also wir müssen höllisch aufpassen jetzt. Die Stimmungslage ist teilweise
am Siedepunkt. Und der Deutsche ist sehr träge, aber wenn es ins Rollen kommt, dann haben wir hier wirklich Verhältnisse, die kann keiner wollen. Und wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir sind auf Unglücke. Ich will das Ahrtal jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber wir sind darauf nicht vorbereitet. Mein guter Freund Markus Wipperfürth, der da sehr, sehr aktiv war, da unten viele kennt, der sagte auch, kommt das nochmal? Es hat sich seitdem nichts geändert. Es ist nichts besser geworden, der Katastrophenschutz. Meinst du, da ist irgendwas besser geworden? Gar nichts. Ja, weil wir einfach Ich bin viel häufig zu im oft, Ahrtal. ja, viel zu oft einfach unfähige Politiker haben, die einfach, denen geht es einfach nur um Macht. Und das ist einfach schlimm. Und wir brauchen wieder Männer, Menschen in der Politik, die wirklich einfach auf was, wie soll ich das sagen? Das sind also gute Menschen sind, die Erfahrung haben, die wirklich auch was schaffen wollen, die uns weiterbringen wollen. Ich sehe momentan überall, du hast es angesprochen, wir sind beide selbstständig und ich bin immer noch in der Mittelstandsvereinigung hier, und ich höre von Unternehmen, es ist einfach, weißt du, diese Trost, diese Hoffnungslosigkeit, dass sich irgendwas zum Besseren wendet. Und das ist einfach, was dieses Land auch so lähmt. Ich meine, geh doch mal durch die Stadt, guck doch mal, alle gucken, alle sind frustriert. Es ist doch kaum noch irgendwie so richtig Lebensfreude da. Und das ist einfach, das passt doch gar nicht. Ich meine, Du, da müssen wir dran arbeiten. ich hab da gerade was ganz Interessantes gehört, wo du das schon ansprichst. Man hat mal irgendwann in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren mal darüber nachgedacht, wie kriegt man den Verkehr zwischen Italien und Deutschland eigentlich am besten geregelt. Und habe mit den Österreichern zusammen darüber nachgedacht, den Brenner Basistunnel zu bauen. Österreich und Italien sind schon längst am Bauen. Und jetzt stehen die Deutschen da und sagen, das ist aber doof, wir haben noch nicht mal das Planfeststellungsverfahren fertig. Wo soll denn da überhaupt die Stra oder wo soll denn überhaupt die Route ankommen? Die wissen noch nicht, was sie tun. Die Italiener, die Österreicher bauen und wir haben noch nicht mal das Planfeststellungsverfahren fertig. Es Nein, es hakt überall und das ist einfach, wir brauchen an entscheidenden Positionen jetzt Macher. Einfach Macher. Leute, die entscheiden wollen und die auch keine Angst haben, Dinge zu entscheiden. Aber also ich Anthony, ich meine, habe guck dir das Personal an, guck es dir einfach an. Anthony, ich habe in den letzten Tagen viel mit Politikern gesprochen, auch seit Sonntag, also wirklich sehr, sehr viel, auch mit vielen gesprochen. Ich habe dort auch meine Ideen weitergegeben und das Einzige, was ich mache, ja, das ist eine tolle Idee, da müssen wir diskutieren, darüber müssen wir reden. Ja, das werde ich mal in den Ausschuss bringen, wir werden uns darüber mal Gedanken machen. Ich bin fast explodiert, weil ich kann es mir nicht, ich sage, das hören wir seit 2015. Hören wir, wir werden drüber reden, wir diskutieren, wir planen, wir machen, wir sonstiges. Das sind jetzt 9 Jahre. Es ist nichts passiert und wir reden immer noch. Wir haben einen Haufen von Schwätzern, aber das haben wir nicht nur in der Politik, das haben wir auch in allen großen Firmen etc. Das sind nur noch Theoretiker und Schwätzer. Und wie Schröder Ihnen das damals beigebracht hat, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Dass möglichst das Ganze auf 30, 40, 50 Schultern verlagert wird, dass nachher überhaupt gar keiner mehr festzustellen ist, der dafür verantwortlich ist und jeder steckt die Hände in die Hosentasche, zuckt mit den Schultern und sagt, kann ich ja nichts dafür. Das ist heute Deutschland. Es ist eine absolute Katastrophe. Uns fehlen Macher, uns fehlen wirklich Leute, die auch mal Rückgrat haben, die auch mal einen Shitstorm aushalten, die einfach losgehen und sagen, so und jetzt in die Hände klatschen und los geht's. Das fehlt uns, das haben wir nicht. Wir haben nur noch Schwätzer und Theoretiker. Ja, das ist einfach so. Und ich kenne auch Politiker in der zweiten und dritten Reihe, die wirklich gut sind, ne? Aber du weißt, du kennst das Parteiensystem, sind alle Parteien gleich. Du kommst nur hoch, wenn du Ja-Sager bist, Speichelecker oder ähnliches. Das ist einfach leider Gottes traurig, ne? Und deswegen, mein Wunsch wäre, dass man einfach Fachleute in den Ministerien holt und Politiker das, was die Fachleute sagen, nur verkaufen, dem Bürger verkaufen. So, also wirklich eine Regierung aus Menschen, die genau wissen, was sie tun. In jedem Bereich. Das Ob eine sie studieren. abgeschlossene Berufsausbildung, Studium Ja, oder dann so geht es ja schon das los. haben in dem entsprechenden Fachgebiet. Es kann nicht sein, dass die heute, weiß ich, für Familie zuständig sind, morgen für Justiz, übermorgen für Bildung und 3 Wochen später für Verkehr. Nein, Ja, du musst einen das ist Meisterbrief geschehen. und alles haben und musst machen und tun, dass du überhaupt deinen kleinen Betrieb führen darfst. Und die entscheiden über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen ohne eine Qualifikation und Ausbildung. Und das ist eigentlich schon erschreckend. Und oftmals, ohne dass sie eigentlich gewählt wurden. Wenn du über Liste reingekommen bist, guck dir an. Ich meine, es gibt Typen, die wurden gar nicht gewählt, die wir in der Regierung haben da oben. Das ist einfach Wahnsinn. Michael,
ich möchte einfach echt mal wirklich Danke sagen, nochmals. Man kann euch allen gar nicht genug danken, die ihre Schicksalsschläge mit nach außen nehmen, weil es wird, weißt du, wenn man, und als du bei mir warst und das erzählt hast, ich denke da ganz oft drüber nach. Und das ist einfach ganz wichtig, weil von Dingen zu hören, also dieses Hören sagen, ist was anderes, als wenn man mit Leuten spricht, die es direkt erlebt haben. Und deswegen mach bitte weiter, grüß bitte deine liebe Frau und ich wünsche euch wirklich unheimlich viel Kraft, dass ihr das durchsteht, weil ich, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, möchte es mir nicht vorstellen. Ich bin einfach nur dankbar, dass du den Mut zeigst und andere, glaube ich, auch sicherlich, auch ohne dass du es weißt, anderen irgendwie stärkst damit, was du machst. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir was bewegen können. Ich wurde ja auch die Tage jetzt gefragt, ob ich glaube, dass sich jetzt nach Solingen etwas verändert. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Glauben tue ich es nicht wirklich, aber ich hoffe es. Und wenn ich das nicht, wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dann könnte ich es an dieser Stelle sein lassen. Ich möchte Menschen bewegen. Und wie gesagt, bei mir spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht, welche Herkunft, welchen Glauben. Ich möchte Menschen bewegen, sensibilisieren für dieses Thema, für die Gesellschaft einzutreten. Und ich finde es eigentlich erschreckend, dass immer von Gemeinschaft gesprochen wird und von Toleranz und Gleichberechtigung und sonstiges. Aber es wird trotzdem die berühmte Waage. Alle, die freitags nicht auf der Straße geklebt haben, sondern vielleicht auch mal einen Physikunterricht besucht haben, die wissen, dass eine Waage ein Gleichgewicht der Kräfte ist zwischen rechts und links, damit es sich eine gesunde Mitte bildet. Darüber sollte jeder mal nachdenken, der meint, er wäre der Mitte verordnet oder er wäre nicht der Mitte verordnet. In welche Richtung eigentlich die Waage inzwischen ausgeschlagen ist. Und das halte ich für nicht gut. Ich glaube, wir reden nicht von Extremen. Es ist keine Form. Wenn Frau Faeser sich hinstellt und sagt, wir müssen gegen Rechtsextreme kämpfen, klopfe ich ihr auf die Schulter und sage, ja, bitte tu es. Genauso wie ich sagen, wenn ich es mir wünschen würde, dass sie mit derselben Härte gegen Linksextreme und sonstige Extreme vorgehen würde. Wir brauchen alle keine Extreme, aber wir brauchen verschiedene Meinungen und wir müssen vor allem lernen, auch unsere Politiker, nicht von Brandmauern zu sprechen. Unsere Mitbürger in den neuen Ländern, die hören nur das Wort Mauer und laufen Amok. Die kennen das Ganze, die wollen das nicht. Wir müssen nicht Mauern bauen, wir müssen Brücken bauen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und das müssen auch unsere Politiker lernen und nicht dieses, ich spiele mit dem nicht, der ist doof. Ja, intelligente Menschen würden so etwas nicht tun, sondern die würden sich demokratisch, vernünftig auseinandersetzen und versuchen, mit Worten zu überzeugen. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt einer Demokratie. Und da müssen wir wieder ganz geflissen hin und aufhören, diesen Stigmatisieren, Beleidigen, Einschüchtern und Sonstiges. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und diejenigen, die am meisten heute schreien, sie wollen die Demokratie verteidigen, sind für mich eigentlich die, die nur Schwarz und Weiß kennen, nach meinem Empfinden. Und dann nur noch handeln, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Und bist du nicht mein Freund, bist du automatisch mein Feind. Und das hat nichts mit dem zu tun, wonach sie rufen, sondern sie sollten es auch vorleben, was sie fordern und nicht einfach nur leere Worthülsen in die Bevölkerung werfen und damit zu spalten. Perfektes Schlusswort. Besser kann man es, glaube ich, gar nicht zusammenfassen. Und ich hoffe auch, dass die verantwortlichen Politiker dann ab spätestens nächster Woche in den ostdeutschen Ländern oder mitteldeutschen Ländern, wo gewählt wurde, auch entsprechend mal so handeln, weil das muss Signalwirkung haben. Wir brauchen jetzt genau das, was du gesagt hast, diese Brücken, damit wir auch diese Gesellschaft wieder zusammenkriegen. Und ich habe das neulich schon mal mit jemandem besprochen. Man darf nicht immer alles auf die Goldwaage legen, wenn einer nicht sich einmal perfekt ausdrückt und sowas, ne? Und oder nicht konform, wobei auch immer die Frage ist, wer legt das eigentlich alles fest? Aber grundsätzlich, wer in die richtige Richtung schwimmt, und du hast gerade die Grenzen aufgezeigt, die es gibt zu den Extremisten in allen Bereichen. Aber man braucht mir doch nicht erzählen, dass wir jetzt so viele mit Rechts. Da meint er ja automatisch Rechtsradikale, das ist absolut lächerlich. Ja, und ich kann das auch nicht mehr verstehen. Ihr Omas gegen rechts und was nicht alles und Vielfalt. Wir müssen auf die Straße und dann in Solingen. Ich möchte gar nicht wissen, was die Angehörigen da gedacht haben, dass man dann gleich dann auf die Straße geht und gegen rechts demonstriert, wo ich mir frage, was ist denn rechts für die alle?
Das ist für mich absurd. Ja? Dann ist ja die gesamte Union mit gemeint. Das ist doch absurd. Also die CDU, die AfD, die FDP ja auch und teilweise ja auch der Seelheimer Kreis von der SPD. Also das ist ja lächerlich, was hier los ist. Wenn, dann soll Wahrscheinlich, man das gleich wahrscheinlich, gewinnen. wahrscheinlich noch der Frauenstrickkurs Gelsenkirchen. Also. Das kann natürlich auch noch sein. Ja, Michael, wir werden sehen, wie es weitergeht. Kämpf bitte weiter, grüß bitte deine Frau und bleibt alle so stark, wie ihr seid. Wir bleiben in Kontakt und dir vielen lieben Dank und auch an deine Zuschauer. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, machen Sie sich Gedanken. Hören Sie auf, sich betreutes Denken anzugewöhnen, sondern denken Sie selbstständig. Das ist die beste Medizin gegen jegliche schlechte Einflussnahme von außen. Perfekt. Michael, mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Ciao.